Vater liegt am Boden, er ist bewusstlos. Wami, ruf einen Krankenwagen, schnell. Papa, gleich kommt Hilfe, keine Angst. Hörst du? Ist was Ordentliches, nicht immer nur Weißbrot. Und zieh dich warm genug an. Wieso hast du denn deine Kapuzenjacke nicht mitgenommen? Ich hab dir übrigens ein paar Nähsachen eingepackt. Ist ja gut, Mama. Sie geht doch bloß zur Uni, nicht in die Wildnis. Ja, ja, also, gut, mein Schatz. Und du passt gut auf deine kleine Schwester auf. Nehmt euch vor den Studenten in Acht. Papa, wir sind selber Studenten. Ich meine die männlichen Studenten, die weibliche Anatomie studieren wollen. Hurra! Willkommen! Und ruft an, wenn was ist. Ihr könnt auch mal anrufen, wenn nichts ist. Ja, jetzt sind wir abgemeldet. Ja, sieht so aus. Sie sind ja nicht aus der Welt. Nimm's positiv. Jetzt kannst du dich endlich mal um deine Ausstellung kümmern. Ach. Was denn? Wieder eine Absage? Sie sagen, meine Bilder wären technisch perfekt, aber naja, irgendwas mache ich wohl falsch. Warum fotografierst du immer Gebäude? Faszinieren mich. Ihre Struktur, ihre Geschichte. Aber vor allem, weil sie außen stark sind und das Innen beschützen. Mal wieder geschnitten werden. Die perfekte Ehefrau. Sogar die Haare schneidet sie mir. Das tue ich doch gern. Aber nur für dich. Weil ich dich liebe. Wo die Mädchen nun aus dem Haus sind, haben wir so viel Zeit füreinander. Aber nicht jetzt. Ich habe noch nicht meinen Tisch abgeräumt. Eva Färber? Hanna, das ist ja eine Überraschung. Na, wie geht's Papa bei euch? Papa ist krank. Krank? Oh mein Gott, was hat er denn? Hat er was Falsches gegessen? Ich habe ihn gewarnt in seinem Alter. Ich habe doch gleich gesagt, es wird zu anstrengend. Nein, es ist etwas ernster als das. Wie, was ist es denn? Wieso hast du mich nicht schon früher angerufen? Weil ich dich jetzt anrufe. Frau Wagner, entschuldigen Sie, dass ich Sie zu Hause anrufe, aber es ist ein Notfall. Mein Vater ist in Afrika schwer erkrankt. Ich fliege noch heute Nacht zu ihm. Jetzt versuche ich ständig, Paul auf dem Handy zu erreichen, aber er geht nicht ran. Ich weiß, er hat ein Geschäftsessen, aber ich weiß nicht wo.
Nicht weinen. Nicht weinen. Nicht weinen, Eva. Keine Tränen. Mein Gepäck, ich habe es beim Umsteigen in Johannesburg eingeladen. Ach, und kennen Sie Frau Hannakirch? Eva Färber? Ja? Hanna hat mich gebeten, Sie abzuholen. Steigen Sie ein. Danke. Keine Angst, der ist völlig harmlos. Sie haben einen Affen im Auto? Soll ich vorstellen? Das ist Krawatte. Er hat meinen Hut. Jo. Könnte ich den bitte wiederhaben? Klar. Wenn er ihm nicht schmeckt, dann lässt er ihn sofort wieder los. Und? Er schmeckt. Wie weit ist es denn noch? Ungefähr 50 Kilometer. Können Sie nicht etwas langsamer fahren? Sie fahren viel zu schnell. Ja, Krawatte ist sehr anhänglich. Deswegen nennen Sie ihn Krawatte? Wieso? Fänden Sie Lutz etwa besser? Was verloren. Oh, verdammt! Ich habe was verloren. Ich glaube eher, Sie haben was verloren, und zwar den Verstand. Wenn Sie schon wie ein Irrer rasen müssen, dann können Sie wenigstens dafür sorgen, dass Sie meinen Koffer ordentlich befestigen. Eben, Ihr Koffer. Vielleicht hätten Sie ja auch mal auf die Sicherung schauen sollen. Danke, es wäre mir lieber, wenn Sie mir nicht helfen. Nicht bewegen. Warum? Machen Sie jetzt keinen Schritt nach hinten. Wieso ist da eine Schlange, oder? Vorsicht, nicht drauftreten. Oh Gott, ich habe furchtbare Angst vor Schlangen. Wie war das eben mit? Ich soll Ihnen lieber nicht helfen? Tun Sie sie weg, bitte. Und? Ja, ist er ja. Ist er giftig? Wieso? Wollen Sie ihn essen? Wie, wegen einem einfachen Käfer jagen Sie mir so einen Schrecken ein? Das ist ein südafrikanischer Nashornkäfer, sehr selten und vom Aussterben bedroht. Soll ich den etwa von Ihnen zertreten lassen, nur weil Sie hier Ihre Unterhosen sortieren? Thank you.
war ja schon total erschöpft. Das ist es? Was haben Sie erwartet? Ein Fünf-Sterne-Hotel? Hallo, ich bin Boami. Darf ich? Danke sehr. Sola, ich bring dir dann gleich noch die Lebensmittel vorbei. Ist gut. Willkommen in Afrika. Hey, hallo, Schwester. Hallo. Oh mein Gott, bist du dünn geworden. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Naja, ich mache mir halt Sorgen. Wie geht's Papa? Der liegt drinnen und schläft. Sie haben ihn in Lenzburg untersucht und dann durfte ich ihn wieder mitnehmen. Wieso ist er denn nicht im Krankenhaus geblieben? Weil sie dort auch nicht mehr für ihn machen können als wir hier. Es war Gott sei Dank nur ein leichter Schlaganfall. Sein Kreislauf ist noch nicht ganz stabil, aber im Moment sieht es schlimmer aus, als es ist. Der Arzt sagt, dass er sich wieder erholen wird. Er sagt aber auch, dass es dauern wird. Und? Was sagst du dazu? Hast du hier einen ganz schön einsamen Flecken ausgesucht hier draußen? Ach, wir haben viele Nachbarn. Aber die sind halt ein bisschen weiter weg. Was wird dir hier gefallen? Das ist Sola. Sie hilft mir in der Lodge. Ohne sie und Wami könnte ich die Arbeit hier gar nicht bewältigen. Hallo, freut mich. Guten Tag. Und das sind ihre Kinder, Kibo und Mbali. Hallo? Hallo. Hallo. Und das ist Papas Zimmer. Hallo, Papa. Er ist manchmal etwas abwesend und erkennt uns nicht immer. Der Arzt sagt aber, das wird in den nächsten Tagen besser werden. Und dann wird er auch wieder richtig sprechen können. Er kann nicht mehr sprechen? Aber bald bist du wieder gesund, Papa, stimmt's? Hanna. Schau mal, Eva ist auch da. Schau mal, Papa, das habe ich für dich gemalt. Hier, mein Schatz. Mama hat dir eine wunderschöne kleine Schwester geschenkt. Sie heißt Hanna. Ich bringe ihn nach Hause. In seinem Zustand kann er nicht reisen. Er braucht ordentliche medizinische Versorgung. Er bekommt ordentliche medizinische Versorgung. Hanna, das hier ist ein dritte Weltland. Eva, die Ärzte hier wissen, was sie tun. Er bekommt hier die gleichen Medikamente und die gleiche Behandlung wie zu Hause. Was er braucht, sind Pflege und Fürsorge. Dann wird er wieder gesund. Sind sich die Ärzte denn sicher, dass er wieder laufen und sprechen wird? Ja. Und wenn er aktiv mitmacht, kann das sogar sehr schnell gehen. Wie lange kannst du denn bleiben? Bis ich ihn mitnehmen kann, er muss zurück. Warum denn? Glaubst du, alleine in dem alten Haus in Stuttgart würde es ihm besser gehen? Er ist doch nicht alleine. Ich bin in seiner Nähe. Und hier bin ich in seiner Nähe. Aber du hast eine Guest Lodge zu führen. Die Mädchen sind jetzt auf der Uni. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich kann mich um ihn kümmern. Es gefällt ihm hier. In den letzten 3 Jahren war er 3-mal hier. Und jetzt hat er sogar überlegt, für immer zu bleiben. Wie kommt er denn auf die Idee? Vielleicht, weil er gerne in der Natur ist. Dann kann er in den Wald oder in den Park gehen. Das Zimmer ist etwas schlicht, aber im Moment war kein anderes frei. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum du das hier gekauft hast. Vielleicht hast du es ja nie versucht. Als Martin und ich das hier zum ersten Mal gesehen haben, da war uns sofort klar, dass es das ist und dass wir hier bleiben wollen. Die haben uns einen guten Preis geboten und wir haben zugeschlagen. Ich konnte ja damals nicht wissen, dass ich hier mal allein sitzen werde. Ich hatte gehofft, dass du nach seinem Tod zurückkommst. Berlin war ja schon weit weg, aber Afrika. Keine Angst, es ist nur ein Gecko. Hier draußen gewöhnst du dich schnell daran, dass du dein Haus mit der Wildnis teilen musst. Wie viele Gäste hast du denn im Moment? 6. Die sind gerade auf Safari. Aber es könnten ruhig ein paar mehr sein. Deswegen renovieren wir gerade das Nebengebäude. Das gibt dann 4 weitere Zimmer. Kannst du dir das denn leisten? Nö.
Aber ich habe einen Kredit beantragt. Weißt du, was das für ein Risiko ist? Natürlich nicht. Ich bin doch klein und naiv und habe keine Ahnung vom Leben. Ja? Da ist jemand am Telefon für Sie. Danke. Hallo? Eva? Ich habe deine Nachricht erhalten. Warum hast du nicht zu Hause auf mich gewartet und bist einfach abgereist? Das war aber ein kurzes Telefonat. Schlechte Verbindung. Du hast ein Gewehr? Keine Sorge. Damit vertreibe ich nur die Hyänen, die an die Hühner wollen. Und? Wie geht's meinem Lieblingsschwager? Paul, geht's gut? Er ist dieses Jahr wieder befördert worden. Du hast echt Glück. Paul ist ein wunderbarer Ehemann und Vater. Und das seit wie viel noch mal? 22 Jahren. So. Keine Angst, ich freut sich nur, Sie zu sehen. Hallo, Alex. Hi, Hanna. Ich sehe, du hast Krawatte schon kennengelernt. Ja, wir hatten schon das Vergnügen. Vielen Dank für deine Hilfe heute. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich geschafft hätte. Kein Thema, mache ich doch gerne. Oh Gott, nein! Da dürfen Sie sich jetzt aber geehrt fühlen. Pinkelt nicht jeden an. Na, danke. Noch was? Sie haben Ihren Hut vergessen. Umwerfend. Was? Na, Ihr Duft. Ohne Krawatte. Mag ich. Was für ein unangenehmer Typ. Wieso hast du den eingestellt? Alex arbeitet nicht für mich. Er ist Ranger und lebt ca. 30 Meilen von hier entfernt. Er wusste, dass Papa krank ist. Deswegen hat er dich heute abgeholt und auch ein paar Lebensmittel mitgebracht. Wenn du mich fragst, ist Alex heute ein Engel. Naja. Ach, da kommen die Gäste. Ich gehe mich umziehen. Gute Idee. Sonst vertreibst du immer noch die Kundschaft. Ich glaube, wir brauchen größere Abstände. Papa? Papa? Eva,
Ja, Papa. Ich bin gleich gekommen, als Hannah mich angerufen hat. Papa, du musst mal was essen. Telefon für Sie, Ihr Mann. Sagen Sie ihm, ich habe keine Zeit. Paul. Der wunderbare, zuverlässige Paul. Er hat eine Affäre. Warum tut er mir das an? Ich verstehe es nicht. Ich habe mich immer bemüht. Mich so angestrengt. Und trotzdem fällt es ihm so schwer, mich zu lieben. Euch allen. Warum eigentlich? Wo ist Mama? Mama ist jetzt im Himmel und kommt nicht mehr zu uns zurück. Nein, du lügst. Nicht weinen. Du musst jetzt tapfer sein. Sei mein tapferes kleines Mädchen. Keine Tränen, Eva. Mama würde nicht wollen, dass wir weinen. Wir müssen jetzt ganz stark sein. Du und ich. Siehst du, Papa? Seit diesem Tag keine Tränen. Ich bin immer noch dein tapferes kleines Mädchen. Gut aus. Martin hätte das nicht besser gekonnt. Doch. Bestimmt. Hey, du schaffst das schon. Was gibt's Neues? Wilderer sind in der Gegend unterwegs. Wir haben 3 tote Elefanten am Kuwanda Wasserloch gefunden. Sag Moses und Sami, sie sollen die Augen offen halten, aber Vorsicht. Die Typen sind bewaffnet und gefährlich. Hol das Gewehr! Das Gewehr! Was? Warum denn? Eine Schlange, eine riesengroße Schlange. Das ist Linky, unsere Hausschlange. Was? Keine Sorge, sie steht nur auf Beute mit viel Fleisch dran. Du hast eine Schlange als Haustier? Ja, die hält uns die Ratten vom Leib. Du hast Ratten? Jetzt bringen sie schon raus. Wir haben noch lange nicht die verdammten 800 Kilo zusammen. Hören Sie mal zu, dass wir ein paar ältere Elefanten finden. Sonst dauert das hier noch Wochen. Soll ich die herzaubern oder was? Wir sollten es weiter südlich versuchen. Mach dich mal nützlich. Gern. Kann ich sonst noch was für dich tun? Wieso bist du eigentlich noch nicht verheiratet? Weil die Richtige noch kein Interesse gezeigt hat. Ach ja? Hanna? Hanna, hörst du mich?
Hanna! Hanna, hier ist Eva! Hörst du mich? Was machen Sie denn auf dieser Frequenz? Ich hatte eine Autopanne. Ich wollte ein paar Tiere fotografieren, nördlich von Hannas Lodge. Okay, ich komme. Nein, das ist nicht nötig. Ich müsste nur Hanna erreichen. Bleiben Sie bei Ihrem Wagen. Ich komme. Warum zum Teufel fahren Sie in der Gegend rum? Hat Hanna Ihnen nicht gesagt, dass Sie auf der Straße bleiben sollen? Ist ja gut, waren ja nur ein paar Meter. Können Sie den Motor reparieren? Nein. Sie haben ihn sich ja noch nicht mal angesehen. Ich sehe hier eine riesige Wasserpfütze und ich weiß, dass ich nichts dabei habe, um meinen Kühler abzudichten. Dann schleppen Sie mich bitte ab. Ja, das hätten Sie wohl gern, hm? Sie werden mich doch wohl bis zur Lodge ziehen können. Geht nicht, keine Zeit. Na gut, dann eben nicht. Dann werde ich Hanna anfunken. Na, dann funken Sie mal schön. Hanna? Hanna, hörst du mich? Wenn Sie jetzt nicht sofort in meinen Wagen einsteigen, dann fahre ich ohne Sie los. Sie denn hin? Ich habe noch was zu erledigen. Aber Hanna wird sich sorgen. Ich bin doch kein Taxiunternehmen. Entweder warten Sie, bis ich Sie zurückfahren kann, oder Sie laufen nach Hause. Ich kann nicht glauben, dass Sie Hannas Schwester sind. Wieso? Weil ich nicht so hübsch bin? Nein, weil Sie so eine Nervensäge sind. Sie hätten mich ja nicht mitnehmen müssen. Doch, hätte ich. Ist mein Job. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen die Erfüllung Ihrer Pflicht zur Last mache. Oh, das haben Sie jetzt aber schön gesagt. Mist. Wir sind zu schwer. Sie müssen aussteigen. Wie bitte? Mitten im Fluss? Wir stecken fest. Sie müssen aussteigen und schieben. Wieso steigen Sie nicht aus und schieben? Wenn Sie nicht so dumm gewesen und hier durch die Landschaft gefahren wären, dann hätte ich Sie nicht retten müssen und dann wären wir jetzt nicht so schwer und würden hier mitten im Fluss stecken. Sie mich retten? Jetzt spielen Sie sich mal nicht so auf. Zicken Sie hier nicht so rum, aussteigen und schieben. Sie sind so ein chauvinistisches... Keine Zeit für Komplimente. Das Wasser steigt. Wollen Sie nicht ans Ufer kommen? Ist gar nicht so einfach in diesem Schlamm. Wie Sie meinen, ich wollte Sie nur gewarnt haben. Hier gibt's nämlich Wasserschlangen. Oh. Geht doch. Der Kleine, ja. Wir suchen ihn schon seit gestern. Seine Mutter ist von den Wilderern getötet worden. Ich dachte, Elfenbeinhandel ist illegal. Natürlich, aber die Nachfrage ist groß. Viele Menschen hier, die kämpfen ums Überleben. Und deshalb wildern sie. Ja, ganz ruhig. Aber dann gibt es auch noch ein paar Wilderer mit modernen Fahrzeugen und automatischen Waffen, die von großen Unternehmen viel Geld für das Elfenbein bekommen. Für ein Kilo zahlt man in China rund $800. Ja, ist ja gut. Die Stoßzähne eines ausgewachsenen Elefanten, die können bis zu 50 Kilo auf die Waage bringen. Das ist die Sorte Wilderer, die seine Mutter auf dem Gewissen hat. Hallo Nelson, hier ist Alex. Hallo Alex, ich höre.
Ich habe das Kalb gefunden. Etwa 11 Kilometer westlich der Mandisa Lodge. Ich brauche jemanden, der es abholt. Okay, sind unterwegs. Was werden Sie mit dem Jungen jetzt machen? Es kommt in eine Aufzuchtstation, bis es alt genug ist für die Wildnis. Na? Wollen Sie mal einen Elefanten füttern? Das sieht so traurig aus. Ist es auch. Wenn Sie ganz genau hinschauen, dann werden Sie sehen, dass es weint. Es weint? Ja, auch Elefanten weinen, wenn sie trauern. Tatsächlich? Na klar, ich meine, was würden Sie denn tun, wenn Sie Ihre Mutter verlieren? Es geht Sie nichts an. Können Sie mich nicht einfach bis zur Lodge fahren und dann wieder hierher kommen? Bis dahin sind Ihre Kollegen sicher auch schon da. Was soll ich mit ihm machen, ne? Soll ich ihn an mein Auto binden und hinter mir herschleifen? Also, wenn Sie es so eilig haben, ja? Da geht's lang, in weniger als 3 Stunden sind Sie da. Hunger? Komm mal her, mein Kleiner. Hm? Ja, super. Wissen Sie, Sie sehen gar nicht so schlecht aus, wenn Sie mal nicht so sauber sind. Und wenn Sie ein bisschen lockerer wären, könnten Sie es glatt mit Hannah aufnehmen. Wir brauchen Wasser. Oben auf dem Dach ist ein Kanister. Klettern Sie rauf und holen Sie ihn. Wieso ich? Das ist doch Ihr... Mein was? Mein Elefant? Nein, Ihr Job. Sie wollen doch auch was trinken, oder? Also rauf da. Sie sind unausstehlich. Noch mehr Komplimente, hä? Sie machen mich ja ganz verlegen. Wissen Sie, Ihre Schwester, die ist echt in Ordnung. Die engagiert sich für die Menschen hier. Ach ja? Zum Beispiel die Schulbücher für die Dorfschule. Die wurden fast alle von Hannah organisiert. Wirklich? Ja, und einmal im Jahr kommt eine Lieferung mit Medikamenten für die Grundversorgung. Sowas ist hier Mangelware. Du hast mich geküsst. Lassen Sie mich los. Muss ich? Hallo, Alex. Hi, Nelson. Wird aber schnell da. Wo ist unser Prachtexemplar? Mit Futter locken wir ihn am Schiff. Meine Güte, was ist denn mit dir passiert? Ich habe dein Auto demoliert, musste durch den Flussschlamm warten. Hab ein Elefantenbaby füttern dürfen und bin dann noch vom Autodach gefahren. Ah, ein typischer Tag in Afrika. Hey, Papa. Meinst du wirklich, er ist schon so weit draußen zu sitzen? Es gibt übrigens gerade kein warmes Wasser. Du wirst mit dem Duschen noch ein bisschen warten müssen. Ach, egal. Nach dem heutigen Tag überrascht mich nichts mehr. Warte mal. Eva, Paul ist dran. Es kommt. Danke. Hallo, Paul. Eva, du warst im Restaurant? Ja. Lass uns darüber reden. Papa geht schon viel besser. Danke der Nachfrage. Hannah geht's blendend. Hier ist es sehr schön.
Wirklich sehr interessant. Eva, ich will dir das erklären. Nein, Paul, das ist nicht nötig. Wann kommst du nach Hause? Weiß ich nicht. Will ich auch nicht wissen. Eva, ich muss hier Baumaterial besorgen. Das kann jetzt einen Moment dauern. Hallo, hallo Charles. Auf nie. Was sucht ihr? Vermutlich ein stark motorisierter, wendiger Lastwagen. Ich glaube, dass der Abtransport in den nächsten Tagen passieren wird. Denn sie müssen schon mehr als 300 Kilo zusammen haben. Warte mal. Ach ja, zwei Säcke Zement. Komm mit. Das geht nicht, ich muss auf Hanna warten. Das ist mir egal, ich brauch dich. Du bist ja verrückt. Genau. Ich kann ja nicht einfach so abhauen. Hanna, ich brauche Eva. Ich bringe sie in ein paar Stunden zurück. Okay. Also, kommst du? Hier wurde ein weiterer Elefant getötet. Mach mal ein paar Bilder von den Reifenspuren. Vielleicht können wir damit das Fahrzeug der Wilderer identifizieren. Dafür hast du mich gebraucht? Ja, was hast du denn gedacht? Hast du keinen eigenen Fotoapparat? Klar, aber nur so ein altes Ding. Und ich brauche ein Digitalfoto, damit ich es übers Internet versenden kann. Kann ich sonst noch was für dich tun? Also, wenn du mich so fragst, du könntest bei mir zu Hause ein paar Hemden bügeln. Ich kann es kaum erwarten. Wieso? Naja, Hanna wird schon auf mich warten. Hanna ist die letzten Jahre ziemlich gut ohne dich ausgekommen. Ich weiß. Fühlst du dich unwohl bei mir? Nein, ganz und gar nicht. Aber irgendwie ist es nicht meine Art. Ich bin sonst nicht so. Ah ja? Wie bist du denn sonst so? Naja, vorsichtig. Du meinst steif und verbissen? Ja, vielleicht. Quatsch bist du gar nicht. Ich fand dich von Anfang an klasse. Du bist ein übler, schamloser Lügner. Du schmeckst wundervoll. Das macht mich durstig. Ich will dir was. Lass mal. Ich mach das schon. Aber ich mach das gerne. Nein, nein. Du musst mich nicht bedienen, Eva.
kenne das selber. Du siehst aus wie ein Punkrock. Ich weiß, ich müsste mir mal wieder die Haare schneiden lassen, leider. Gibt's in der Gegend keinen guten Friseur. Kannst du das vielleicht mal versuchen? Alex, bist du da? 1 Kilometer westlich vom Mankwedamm und knapp vor dem Hügel an der N72. Alles klar, bis später. Wieder 2 tote Elefanten. Insgesamt sind es jetzt schon 8. Das ist wirklich frustrierend. Der Park ist riesig und wir sind nur zu 6. Viel zu wenige. Und die Wilderer wissen das auch. Dann haben sie auch noch die schnelleren Fahrzeuge und fahren uns einfach davon. Das ist so, als wolltest du einen Buschfeuer mit der Gießkanne löschen. Ich will nicht, dass du gehst. Vielleicht kommst du ja nicht mehr zurück. Und wir sollen mir dann die Haare schneiden. Sieht ja so nach Feierabend aus. Wo sind denn die Gäste? Eine Nacht verbringen sie immer im Busch und das ist heute. Was war denn los? Er wollte, dass ich die Reifenspuren der Wilderer fotografiere. Das dauert von morgens um 10 bis nachmittags um 5. Er hat mir dann auch noch die Rangerstation und das Tiergehege gezeigt. Oh! Papa, ruf mich doch. Ich helfe dir, wenn du aufstehen willst. Ich kann das alleine. Eben nicht, siehst du doch. Ich hab dir doch erzählt, dass der Arzt gesagt hat, dass wir ihm nicht alles abnehmen sollen. Aber er ist hingefallen. Na und?